Name hier von Giga Android auf einem Samsung-Event in Berlin. Wir sind nicht live in New York natürlich, das wäre viel zu teuer gewesen. Wir sind in Berlin, da hat Samsung für die Hiergebliebenen nochmal ein kleines Event veranstaltet. Und es geht natürlich um die Präsentation des Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Das neue Phablet von Samsung für Europa. Das Note 5 kommt ja nicht nach Europa, dafür halt dieses S6 Edge Plus. Wir haben das im Kanal schon verglichen mit dem iPhone 6. Wir haben es schon verglichen mit dem Note 5 natürlich auch. Womit wir es noch nicht verglichen haben, und das hole ich jetzt hier mit nach, ist mit dem namensgebenden Smartphone eigentlich, dem Samsung Galaxy S6 Edge. Und die beiden, die sich eigentlich nur in der Größe, aber dann doch auch unter der Haube ein bisschen unterscheiden, die legen wir jetzt mal nebeneinander. Das Augenscheinlichste, wenn das Samsung Galaxy S6 Edge links und das Samsung Galaxy S6 Edge Plus rechts nebeneinander liegen, ist natürlich erstmal die unterschiedliche Größe. Also ich kann euch mal ganz kurz die Abmessung so runterrattern, habe ich natürlich komplett auswendig gelernt. Das Samsung Galaxy S6 Edge Plus ist 154,4 mm in der Länge lang. Es ist 75, irgendwas breit und 6,9 mm schlank. Das ist erstaunlich, weil das viel kleinere Samsung Galaxy S6 Edge ist ein bisschen dicker. Das ist nämlich 7 mm dick. Wobei eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, ist es nicht erstaunlich. Durch die größere Fläche hat Samsung natürlich viel mehr Platz, die Komponenten hier unterzubringen. Kann das Gerät entsprechend noch ein bisschen schlanker machen. Und im S6 Edge muss es halt etwas gestaucht werden. Und dadurch ist es in der Dicke dann etwas mehr. Gewichtsmäßig 132 Gramm hier beim S6 Edge, 153 Gramm beim S6 Edge Plus. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Wert für das deutlich größere Gerät. 153 Gramm ist immer noch sehr leicht und so fühlt es sich auch an, wenn man es in der Hand hat. Ich sagte ja gerade, es sind auch unter der Haube ein paar Unterschiede. Eigentlich basiert das Gerät, das S6 Edge Plus, natürlich voll auf dem S6 und man könnte so ganz salopp sagen, das ist halt ein plattgewalztes S6 Edge. Ist es nicht ganz, weil das S6 Edge Plus hat einfach noch 1 GB RAM mehr, also 4 GB insgesamt. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen im App-Drawer rum, nicht, dass ich erwarte, dass man da irgendeinen Unterschied sieht, weil die 3 GB im S6 Edge, die reichen natürlich völlig aus, um hier alles flüssig laufen zu lassen, zumal da ja in beiden Geräten der starke Exynos 7420 Prozessor werkelt. Also ich glaube nicht, dass man dieses 1 GB RAM jetzt im Alltag irgendwie groß spürt. In Benchmarks vielleicht, maximal auch irgendwie in einem High-End-Mobile-Game. Aber im Endeffekt klingt das halt gut, 4 GB RAM, aber das wird jetzt so nicht den großen Unterschied machen. Ist halt mit drin, kann man sich drüber freuen. Auch gewachsen ist der Akku des S6 Edge Plus, weil hier haben wir ja ein 5,7 Zoll Display, das befeuert werden muss, während hier im S6 Edge nur ein 5,1 Zoll Display. Auflösen tun sie beide mit WQHD, also 2560x1440 Pixeln. Im S6 Edge nur ein 2600 mAh Akku, der ist ein bisschen klein bemessen, würde ich sagen, auch für die Smartphone-Größe. Im S6 Edge Plus ein 3000 mAh Akku, das klingt zwar mehr, sind halt 400 mAh mehr. Ich bin da aber noch skeptisch, ob das wirklich ausreicht, das S6 Edge Plus mit dem großen Display so über den Tag zu bringen, ohne Probleme. Glücklich Möglicherweise hat Samsung die Quick-Charging-Funktion hier im S6 Edge Plus ein bisschen verbessert noch. Das heißt, per Induktion, also kabellos, mit einer entsprechenden Ladestation von Samsung, kann man das S6 Edge Plus innerhalb von nur 120 Minuten komplett aufladen. Also diese 3000 mAh werden dann mit sehr viel Kraft in das Gerät gepresst. Wenn man diese kabellose Ladestation nicht hat, lässt es sich auch über Kabel dann halt sogar nur in 90 Minuten aufladen. Das ist so ein kleiner Trost für alle, denen diese 3000 mAh Akku eventuell nicht reichen. Ansonsten erbt das S6 Edge Plus die Kamera vom S6 Edge. Das heißt, wir haben hier in beiden Fällen die gleiche 16-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator und f1.9-Blende und vorne eben die 5-Megapixel-Kamera ebenfalls mit f1.9-Blende. Das haben sie beide gleich und auch den Fingerabdruckscanner hier unten, der dürfte genauso gut funktionieren beim S6 Edge Plus wie beim S6 Edge. Und im Prinzip sind das auch einfach schon die technischen Unterschiede, ansonsten wirklich alles gleich. Und was ich euch jetzt nochmal sagen kann, wen das vielleicht interessiert, ob der Größe, wir können uns einfach nochmal die Buttonanordnung auch angucken, also der Power-Button auf der rechten Seite, der ist eigentlich ähnlich angebracht. Also der ist natürlich in der Relation, ist er hier ein bisschen höher beim S6 Edge Plus. Also ihr seht es, hier unten ist natürlich viel mehr Raum übrig als hier oben, wenn man das mal vergleicht. Ansonsten aber ist das wahrscheinlich ergonomisch so am besten zu erreichen. Auf der anderen Seite die Lautstärke-Wippe genauso, ist halt, wenn man sie oben aneinander legt, quasi, seht ihr das so, gleich auf gleicher Höhe und dadurch ergibt sich hier unten natürlich ein längerer Raum, an dem einfach nichts ist. Aber wie gesagt, man hält das Phablet wahrscheinlich etwas tiefer in der Hand und dadurch kommt man hier so besser ran. Dann gucken wir noch ganz kurz auf den unteren Rand. Das sieht eigentlich total gleich aus, außer dass das Plus halt ein bisschen breiter ist. Und am oberen Rand dasselbe Bild. Hier beim S6 Edge haben wir noch einen Infrarotsensor zur Fernbedienung von HiFi-Geräten. Das fehlt halt hier beim S6 Edge Plus. Ja, also das sind, machen wir die Displays nochmal an.
die beiden Smartphones, beziehungsweise das Tablet und das Smartphone der S6-Serie im Vergleich. Was mir noch auffällt, seht ihr wahrscheinlich jetzt auch so, ist, die Gestaltung ist ja total gleich, der Rahmen ist eigentlich auch gleich, obwohl Samsung hier die Bezel beim SX Edge Plus noch mal ein bisschen verkleinert hat und den Rahmen, das sagte man, insgesamt auch ein bisschen verstärkt hat. Also das soll sich jetzt überhaupt nicht mehr verbiegen lassen, sondern ist sehr viel stabiler. Wirkt natürlich das S6 Edge einfach durch die kleinere Abmessung an den Rändern so ein bisschen knubbeliger, ein bisschen runder, während das S6 Edge Plus, dadurch, dass es halt einfach länger ist, etwas kantiger wirkt. Das ist aber wirklich so eine subjektive Sache, die einem halt so auffällt, wenn man direkt drauf guckt. Ansonsten beides schicke Geräte, allein schon durch diese abgerundeten Display, abgeknickten Display-Ränder. Dadurch sieht das halt sehr originell aus, auch wenn man sich inzwischen vielleicht schon ein bisschen daran satt gesehen hat. Ja, das ist unser Vergleich des Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Kommt ab 4. September nach Deutschland, kostet 799 Euro in der 32-GB-Version. Die 64-GB-Version hat Samsung jetzt noch gar nicht offiziell angekündigt. Ich denke, die wird dann ein bisschen später kommen. Erstmal wird man vermutlich die 32-GB-Version offiziell nach Deutschland bringen. Eine 128-GB-Version wird es nicht geben, also anders als beim S6 Edge. Ich vermute mal, dass die sich beim Smartphone nicht so gut verkauft hat. Ich bin Armin von Giga Android. Wenn euch der kleine Vergleich gefallen hat, liked den doch, teilt ihn mit euren Freunden, abonniert unseren YouTube-Kanal. Da gibt es, wie gesagt, noch viel mehr Videos zum Samsung Galaxy S6 Edge Plus, aber auch zum Note 5, das wir in Europa ja leider nicht bekommen werden, vorerst zumindest. Schaut auf giga.de Android vorbei, da gibt es dann die Artikel mit den In-Depth-Informationen und den ganzen Spezifikationen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.